die Deutschmacher. Arndt Zeigler, Bertolt Brunsen, da stehen sie. Die Stars des Abends. Naja, bescheiden sind sie ja. 100 Jahre Werder Bremen. Ich hätte gerne spontan ganz kurze Sätze dazu. Das ist mehr als Deutschmacher. 100 Jahre Deutschmacher. Ja, was soll ich dazu sagen? Also das ist eine komische Frage. Er hat sich jetzt etwas verfranst. Ich hoffe, es merkt keiner der Zuschauer von Werder TV. Ich möchte dazu sagen, ich gehe seit 1976 ins Weserstadion, was ich nur ungern sage, weil dann alle raten können, wie steinalt ich schon bin. Das sind jetzt 23 Jahre und ich bin immer wieder traurig, dass ich von den 100 Jahren bislang nur 23 mitmachen konnte. Ich hätte gerne rückwirkend noch viel mehr mitgemacht. Also ich hoffe mal, dass ich persönlich noch lange lebe und dass Werder Bremen noch lange in der Bundesliga spielt und weiterhin auf einem so guten Weg ist, wie jetzt versucht, Arndt Zeigler eine solche Frage ernsthaft zu beantworten. Und herzlichen Glückwunsch, Werder. Toll. Ich finde, das hat er klasse gemacht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich kann nur sicher sagen, 100 Jahre Deutschmacher. 100 Jahre Deutschmacher ist auch eine Feier wert. Wir laden euch alle ein, in ungefähr 98 Jahren dabei zu sein. Und sofern, ich glaube, Arndt wird es nicht überleben, aber ich bin dabei. Auf jeden Fall. Steigt die Mega-Party und du sitzt hier unten. Was treibt dich eigentlich hierher? Ja, es war also abgesprochen, dass ich ein Lied mit den Deutschmachern mache. Und ja, das habe ich gemacht und... Ja, jetzt sitzt jeder hier. Das war der absolute Superhit, kann man sagen. Das Volk da draußen geht ab ohne Ende. Wie kannst du das erklären? Ja, ich glaube, das Spiel heute Nachmittag war nicht ganz so toll. Und dann haben die Fans und auch die Werder-Freunde sich das Feiern für heute Abend aufgehoben und sind froh, dass wenigstens noch ein Lichtblick des Tages da ist. Eine Party. 100 Jahre Werder Bremen. Was fällt dir ganz spontan dazu ein? Ja, das ist wirklich auch schon ein jahrhundertübergreifendes. Also ich finde es generell 100 Jahre ist für mich... Ein Zeitraum, den ich nicht so richtig ermessen kann, weil ich selber erst 26 bin. Und wenn dann eine Institution oder ein Verein so lange durchhält und auch durch sehr schwere Zeiten geht, dann ist das schon sehr bemerkbar. Christian Brandt, nur ein Liebling der Fans. Ein anderer stand am Mischpult und sorgte für gute Stimmung. Seht ihr sie alle. Doch jetzt wollen wir sie euch einmal einzeln vorstellen, die Werder-Fans. Kollege! Jawohl! Oh nee, schon wieder! Hey, oh, let's go! So sehen sie aus, Werder-Fans! Wir sind die Werder-Fans, jawohl! Sag mal ganz kurz, woran erkennt man euch? Ja, wir sind die Werder-Kumpels, zu erkennen am Bierkrug im Wappen. Und ich denke mal, es spiegelt einiges wieder heute Abend. 100 Jahre Werder Bremen feiern wir heute Abend hier. Jawohl. Sag mal ganz kurz, was fällt dir dazu ein, 100 Jahre? Ja, 100 Jahre sagt für mich 100 Jahre Erfolg, wo wir nun mal mittlerweile stehen, wieder mal im Pokalfinale. Das zeichnet doch den Erfolg aus, oder nicht? Du bist natürlich wegen wem hier? Nicht so ganz, leider. Wie? Nicht so ganz? Ich bin keine Bremerin, ich bin Bayerin. Und das traust du dir zu sagen? Das ist überzeugend. Ja, das dabei. Muss man ja mal sagen hier. Überzeugend. Okay, lass dich nochmal ganz knapp durchgehen, weil du bist ja Werder-Fan. Ah, ja, natürlich. Bist ja, eindeutig. Man sieht es an deinen Klamotten, grün-weiß. Eindeutig. Ich nehme an, das ist dein Freund? Noch nicht ganz. Ein Freund, ja. Noch nicht ganz. Was machst du falsch? Das versuche ich gerade rauszufinden. 100 Jahre Werder Bremen feiern wir heute. Sag mal ganz kurz, in ganz kurzen Sätzen, was fällt dir zu 100 Jahren ein? Ja, das waren einfach die schönsten 100 Jahre meines Lebens. Das wollte ich hören. Zeit frage ich mich, wer ist dieser Mann? Wer bist du? Ich bin vom Fanprojekt Bremen e.V. Mein Name ist Thomas Hafte. Du weißt, dass auch Bayern-Fans hier sind. Wie kannst du das erklären? Hier sind Bayern-Fans, wo sind die? Ich will es dir jetzt nicht zeigen, weil sonst gibt es bestimmt irgendwie Diskussionen. Ja. Aber wie kann das angehen auf einer Werder-Fete Bayern-Fans? Das kann ich mir nicht erklären. Das kann nur heißen, dass die Bayern nicht mehr wissen, was sie wollen. Ja, das könnte sein. Aber auch das, ich finde das auch nicht schlecht, wenn ja auch ein paar Bayern-Fans sind. Dann können sie nach Bayern fahren und können sagen, hier wird gut Party gefeiert. Ja, Bremen fallen heute. Was fällt dir spontan ein? Rudi Völler, Kalle Riedle, Dieter Bodensky und Toni Wolter. Ich bin vollkommen fehl am Platz, ich bin Hamburg-Fan und das wird sich auch nicht ändern. Danke. Na, ganz sicher? Ja. Das werden wir ändern. Mach die Kamera mal kurz aus.
später der Abend, desto mysteriöser die Gäste. An diesem Abend tummelten sich Gäste und besondere Gäste, oder soll ich sagen, very important persons? Hallo? Ja, hier sind wir. Ja. Kannst du mir ganz kurz erzählen, warum du heute hier bist? Ich will jetzt zwei Worte von dir hören. Spaß und wegen Werder. Wegen Werder? Ja. Was ist denn mit Werder? Was ist da? Feiert 100 Jahre. 100 Jahre? Ja. Das ist ja wunderbar. Was erwartest du heute noch? Noch mehr Spaß. 100 Jahre Werder Bremen. Was fällt dir spontan dazu ein? Dass das ein Verein ist mit einer großen Tradition und was ich heute wieder miterleben darf, ist ein großer Fanclub. Ja, bis jetzt ist es sehr schön und ich glaube, dass es, wie später das wird, das kann es nur besser gehen, oder? Und kann es besser werden. Ich glaube, ich bleibe hier noch einige Stunden und dann muss ich mal gucken, was passiert. Hier steht er neben mir. Der Moderator dieses Abends, Axel Patrick Sommerfeld, hier ist es her. Ich bin erstaunt, dass du weißt, was das P heißt. Natürlich weiß ich das. Ich habe mich doch informiert über dich. Gut recherchiert. Das ist Journalist, Axel, meine Damen und Herren. Natürlich. Du hast heute Abend hier für Stimmung gesorgt. Hast du das erwartet, was da draußen passiert ist? Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt Obwohl, nicht. Ich weiß ja, was passiert, wenn ich für Stimmung sorge. Nee, dass es so voll wird, habe ich nicht gedacht. Es war ja ausverkauft, muss man sagen. Ja. Und dass die Leute so gut drauf sind, hätte ich auch nicht gedacht, weil man hat Werder heute verloren. Hätte ja auch sein können, dass sie ein bisschen Trübsal blasen. Mhm. 100 Jahre Werder Bremen, was fällt dir jetzt persönlich spontan dazu ein? Dass ich damals, als ich Kind war, mit meinem Vater ins Stadion ging, die leckerste Bratwurst meines Lebens dort gegessen habe. Das hat man sich gedacht, dass ich sowas sage, oder? Keine Bratwurst, aber dafür Beatclub-Atmosphäre im Backstage-Bereich. War das in Ordnung, Christian? Ja. Was macht ihr? Das hat uns 5.000 gekostet, das wollten wir nicht mal. Nein, wir sind ja gesprungen. Auf den besten Jugendreferenten, den der SV Werder Bremen in den letzten 10 Jahren hat. Prost auf die nächsten 100 Jahre, Werder Bremen. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier los? Der Affe ist hier los. Das ist so geil hier. Erzähl, was feiern wir heute? Wir feiern heute Werder 100 Jahre. Und das hier modern mit all den jungen Leuten. Und selbst ich als etwas älteres Semester finde das so super geil hier. Also, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und noch ganz viel. Ja. Und es ist ganz schön laut hier, weil die räumen hier alle um, aber es wird Zeit. Werder Bremen. Ja, Werder Bremen. Er kommt aus Celle, aber er ist trotzdem ein Werder-Fan. Seit heute bin ich Werder Bremen-Fan. Werder-Fans kommen von überall her. Weil Werder fährt nach Berlin und Berlin bringt Punkte. Das bringt nicht nur Punkte, das bringt hier... Das bringt Millionen von Mark und das ich finde Werder einfach gut, Punkte. Seitdem ich in Bremen wohne. War ein guter Abend heute. Super Abend, super Abend. Yes. Das war ein super Abend, das wird auch Zeit. Auch wenn nur ein Werder Bremen-Spieler hier war, aber das war Christian Brandt und der war gut drauf und der hat gute Stimmung verbreitet. Ja, das reicht ja auch. Solche Spiele wollen wir haben, die gut drauf sind ja, genau. Und die einfach Stimmung verbreiten. Werder Bremen 100 Jahre, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ob ihr das nochmal 100 Jahre so gut hinkriegt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ihr werdet euch alle Mühe geben. Und da der DFB-Pokal vor der Tür steht und der UEFA-Cup auch kein Problem sein dürfte, denke ich, so kann es weitergehen. Ja, ich gratuliere Werder ganz herzlich zum 100. Und hoffe, das geht noch zu 100 Jahre so weiter. Ja, erstmal würde ich sagen, also ich stehe auf jeden Fall zu Werder und herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag. Also, herzlichen Glückwunsch und weiter so und dass das die nächste Saison erfolgreicher wird als diese. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Das sind hier Sabrina und Conny aus Sedewecht. Ganz lieben der SV Werder Bremen. Ja, ich gratuliere Werder ganz herzlich zum 100. und freue mich, dass wir im DFB-Endspiel sind und mit etwas Glück im UEFA-Pokal spielen. Herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere dem SV Werder Bremen zum 100-Jährigen. Alles Gute und viel Erfolg bei dir. Ich gratuliere Werder und wünsche noch ganz viel Glück. Ja, ich wollte hiermit ja auch Werder nochmal gratulieren zum 100-jährigen Jubiläum, weil das ist ja auch was Besonderes, ein bisschen älter als Bayern zu sein. Da sind wir Bayern ein bisschen voraus, aber die werden das auch noch feiern nächstes Jahr. Leider. Also ich gratuliere Werder ganz herzlich zum 100. Geburtstag und Werder ist einfach super.
Herzlichen Glückwunsch zu diesen 100 Jahren und in aller Hoffnung auf weitere 100 Jahre für diesen Verein, obwohl ich sie auch selbst nicht mehr erleben werde, aber ich hoffe, dass sie sportlich so erfolgreich sein werden wie die ersten 100. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute fürs nächste Jahrtausend und dass es wieder Erfolg gibt. Ich wünsche Werder Bremen alles Gute und weitere 100. Ich wünsche dem SV Werder auch noch für die nächsten 100 Jahre ersten Liga-Fußball. Dem schließen wir uns selbstverständlich an. Und so sehen wir uns wieder bei der nächsten Geburtstagsfeier des SV Werder Bremen. Zur 100-Jahresfeier des SV Werder Bremen, meine Damen und Herren, war auch Bestandteil eine Party für die jungen Mitglieder und die jungen Leute rund um den Sportverein des SV Werder. Die sogenannte Werder-Party fand statt im Modernis und es wurde kein Geringerer dafür gefunden, sie zu moderieren, als unsere Pop-Ikone hier aus Bremen, Axel P. Sommerfeld. Der ist auch hier zu Gast und hat sicher